Das Zusammenspiel zwischen Brennweite und Blendetesten und das mit dem Gesamtportfolio an Canon-Objektiven geht nicht? Doch, das geht. Und zwar online. Auf der Seite der Canon-Akademie gibt es den Objektivsimulator. Dort könnt ihr unter anderem auswählen, ob ihr eine APS-C-Kamera habt oder eine Vollformatkamera. Ihr könnt mit Blende und Brennweite spielen und das anhand von verschiedenen Bildern, unter anderem im Porträtbereich, Makrobereich oder Landscape. Und das Schönste ist, am Ende zeigt Canon euch auch noch, welches Objektiv ihr benötigt, um diese Einstellung zu erreichen. Zugegeben, mit echten Objektiven wäre es besser, aber um einiges teurer. Und damit befinden wir uns auch schon auf der Webseite des Lens-Simulators der Canon Academy. Wir sehen hier die Bereiche Porträt, Landschaft, Wildlife, Makro, Street und Architektur. Wir beginnen mal mit Makro. Und man sieht schon, links ist ein Foto aufgenommen. Ich kann hier die Brennweite verschieben und die Blende. Und unten wird uns dann angezeigt, welches Objektiv das erreichen kann, was wir gerade eingestellt haben. Meine erste Einstellung sagte direkt kein Objektiv. Aber man sieht, ne, je nachdem, wie ich es verschiebe, ich kann jetzt auch noch sagen, dass ich eine EOS R habe oder ein anderes System. Und ich finde es schon beeindruckend, gerade für Anfänger, um mal zu vergleichen, wie sieht mein Foto überhaupt aus, je nachdem, welche Brennweite und welche Blende ich einstelle, ob ich APS-C oder Vollformat nutze. Und das Schöne ist, man kann sich auch direkt die Objektive einmal anklicken. Dort wird die Preisstufe in etwa angezeigt und einige Infos zu dem Gerät bzw. zu dem Objektiv. So, wir gehen mal zurück und wählen mal Landschaft. Auch hier hat man natürlich deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Hier haben wir auch das beliebte Fischei dabei, wie man gerade kurz gesehen hat. Aber halt auch sehr viele weitwinklige Objektive. Weil bei Landschaften zoomt man ja nicht unbedingt auf einen gewissen Punkt drauf, also eine Blume oder einen Stein, sondern man will ja die Landschaft an sich möglichst klar mit schönem Himmel fotografieren. Und ja, da sucht man sich dann eine relativ geringe Brennweite. So, auch hier nochmal der Unterschied zwischen APS-C und Vollformat zu erkennen. Und dann gucken wir uns doch mal im Street-Bereich an, also gerade im Dunklen, wo man ja in der Regel sehr offenblendig fotografiert. Ich behaupte mal, dass das, was hier fotografiert wurde, auf einem Stativ fotografiert wurde. Natürlich war ich nicht dabei, aber ja, man sieht, was das Tool kann und probiert es doch einfach mal aus. Ja, das Ganze gibt es natürlich nicht nur für den PC, sondern auch hier als App. Den Link, den verlinke ich euch unten in der Beschreibung des Videos, wie ihr da direkt drauf kommt. Falls ihr gerade nicht am PC oder Mac setzen solltet, könnt ihr es dann einfach über diesen Link aufrufen und direkt ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt mir doch einfach. Bis bald!